Herzliches Willkommen zum Part 6 der Not-So-Berry-Challenge. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja das schöne Date, oder naja, leider nicht so schöne Date, mit Eloise und Brody. Und ja, ist leider nicht so gut gelaufen. Die Gute ist jetzt gerade aufgestanden und wir schauen jetzt mal. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe mittlerweile aber auch herausgefunden, was das Problem war oder was ein Problem gewesen sein könnte. Und zwar, dass Brody den Makoa wirklich hasst. Also die scheinen irgendwie da eine Feindschaft zu haben. Und vielleicht war es... Ach, jetzt ist sie den Obstkuchen. Ja, genau, vergiss es. Oder? Ja, jetzt hat sie schon angefangen. Vielleicht war das so ein bisschen das Problem, warum er dann gleich so abweisend war, weil er dazu gekommen ist. Also, weil er ihn halt wirklich nicht mag. Trotzdem, ja, es ist jetzt halt so ein bisschen komisch zwischen den beiden. Eloise ist sich unsicher, ob das wirklich etwas wird. Und ich würde wirklich sagen, also wir lassen das mal so ein bisschen auf uns zukommen. Schauen mal, wie es denn weitergeht mit den beiden. Oder ob vielleicht doch noch jemand kommt, mit dem wir uns ein bisschen... noch ein bisschen besser verstehen. Sie möchte gerade nicht Fernsehen gucken. Okay, dann nicht. Wir haben übrigens noch den 6. Durchbruch geschafft. Ich habe sie gestern Abend noch kurz ein bisschen Schach spielen lassen. Und sie hat den jetzt Gott sei Dank erreicht. Wo ist sie jetzt hin? Achso. Das heißt, die Chancen stehen eigentlich ganz gut, dass sie heute... auf der Arbeit befördert wird. Deswegen dachte ich, ich nehme euch jetzt trotzdem mit nochmal heute. Und dann ist ja auch schon Wochenende, dann hat sie endlich mal ein bisschen frei. Das heißt, wir können dann auch noch ganz viel anderes Sachen mal erledigen. Ja, und dann schauen wir mal. Sie hat jetzt halt noch gerade ein bisschen Zeit. Aber wir könnten vielleicht ja trotzdem... Doch, weißt du was? Wir gehen jetzt einfach mal hier ins Café. Sozusagen mit Sandy. Wir treffen uns da ein bisschen zum Frühstück sozusagen. Und zufälligerweise ist halt die Jade auch da. Und das passt natürlich der guten Eloise gar nicht. Und deswegen... Ja, genau. Werden wir uns hier gleich mal drüber aufregen bei ihr, sie beleidigen, also im Sinne von, ah, was machst du jetzt hier, muss das sein? Ich wollte hier eigentlich einen schönen Morgen mit meiner Freundin verbringen, könntest du nicht gehen? Anbrüllen. Weil ich glaube, also sie mag sie wirklich nicht. Streiten, über Karriere streiten, ja, mach das mal. Jetzt läuft sie einfach davon, nein, jetzt, Jade, ganz im Ernst, halt, das lasse ich jetzt nicht gelten. Jetzt ist sie sauer und will abzischen, nix da. Nein, wir entschuldigen uns auch nicht, wir finden das völlig okay, aber sie kann doch jetzt nicht hier einfach so davonlaufen. Nein, komm zurück. Abblitzen lassen. Das kann doch nicht sein. Jade. Geht jetzt wirklich einfach... Oh, die Sims machen einfach nie das, was ich will. Na gut, dann halt nicht. Dann unterhalten wir uns ein bisschen mit der guten Sandy. Mit Reichtum. Du hast kein Reichtum. Komm schon. Unterhalt dich halt mit ihr, wenn es sonst nicht klappt. Was wir eigentlich vorhatten. Aber das kann jetzt echt nicht sein. Jetzt ist sie uns einfach abgehauen.
Oh Mann, Jade. Und wo laufen die beide jetzt hin? Ihr unterhaltet euch jetzt hier hinten, oder wie? Ist das euer Ernst? Hä, können die da rein? Wartet. Wartet. Das möchte ich jetzt mal sehen. Das ist ja richtig schwierig. Wo gehen die jetzt hin? Hallo? Ah, okay. Wir müssen zur Arbeit. Na gut. Ja, das war ja jetzt nicht wirklich erfolgreich. Mal schauen. Vielleicht treffen wir die Jade heute Abend noch, wenn wir irgendwie in den Ausgang gehen oder so. So, okay. Da sind wir wieder bei der Arbeit. Hallo, wer ist das schon wieder? Oh, ich habe immer noch. Moment. Ich habe vorhin nämlich noch ein paar Fotos gemacht, deswegen ist das noch aus. Ich vergesse es immer wieder anzuschalten. Also heute einmal wieder nach Metall, um Metall bitten, Schwebelampe erfinden. Ja, das können wir gut machen. Die braucht nämlich nichts Spezielles, um hergestellt zu werden. Dankeschön. Oh, der Gute ist heute auch wieder mit seiner Arbeitskleidung auch erschienen. Das ist doch schön und nicht mit seiner Badekleidung. Fand ich zwar eine lustige Idee, aber oh, wer ist denn das hier? Huch. Müssen wir uns auch mal vorstellen. Ryan, den kennen wir ja noch gar nicht. Hallo. Na, wer weiß, vielleicht klappt es ja am Ende doch mit einem Arbeitskollegen. Mal schauen. Auf jeden Fall vorstellen müssen wir uns unbedingt bei dem guten Herrn. Denn wie gesagt, also ich bin mir da mit Brody immer noch so ein bisschen unsicher, ob das wirklich der Richtige für sie ist. Und ich glaube, auch wenn er sich ja nach dem Date noch bei ihr gemeldet hat, immer mal wieder ist. Weiß ich nicht. Eloise scheint auf jeden Fall auch nicht sehr überzeugt zu sein von ihm. Und hat das Date recht schnell wieder so vergessen, könnte man fast sagen. Ja, das hast du gut gemacht, kleiner Roboter. Packen wir gleich mal ein. Und stellen uns vor. Hallo. Na los, du sollst dich vorstellen. Ah, übrigens, das müssen wir, sobald wir zu Hause sind, noch erledigen. Ist ein bisschen Post gekommen und wir haben hier jede Menge Elemente. Ich will jetzt auch gerade mal schauen. Na, wir können das. Nein, Moment. Elemente hier. Wir haben jetzt 8 Elemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 9. Also sind 15 plus 1, also wir haben 9 von 16 Elementen. Na, da ist noch, liegt noch ein kleiner Weg vor uns. Es fehlen noch genau 7. Ja gut, okay, wir haben schon über die Hälfte. Das ist doch immerhin was. Haben. Oh, nein, sie wurde nicht befördert. Wirklich nicht. Oh Mann. Schade. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, weil wir haben alle Durchbrüche erzielt. Wir haben ja jetzt auch alle Aufgaben erledigt. Und ach, schade, schade, schade. Schade, Schokolade. Gut. Dann würde ich aber sagen, warten wir gar nicht lange und verabreden uns mit den Mädels für einen kleinen Wellness-Tag. So, mal schauen. Ja, genau. Hier habe ich nämlich das New Crest Wellness Center. Da können Sie sich ein bisschen entspannen und erholen von dieser anstrengenden Arbeitswoche. Gerade Eloise hatte ja wirklich sehr viel Anstrengung. Und ich würde sagen, oh, wir haben die gute Linda gar nicht hinzugefügt. Linda kommt doch auch mal noch in die Gruppe. Wir starten hier gleich eine Versammlung. Was meint ihr, wenn ihr denn. Kann man das? Ich muss jetzt gerade mal, wartet kurz.
Kann man sagen, wir gehen alle zusammen hin? Nein, kann man nicht. Hä? Aber für die gute Eloise auf jeden Fall jetzt erstmal ein Yogakurs. Das wird ihr auf jeden Fall gut tun. So ein bisschen, sie setzt sich jetzt erstmal einfach hin. Das kann man auch. Ein bisschen fit bleiben wollen wir schließlich auch. Und da denke ich, ist Yoga gar nicht so schlecht. Ja, fangt ihr dann auch mal an, oder wie sieht das Ganze jetzt aus? Stehen die jetzt hier noch so eine halbe Stunde, bevor der Kurs anfängt, oder wie? Ah, nein. Super. Ich bin ja mal gespannt. Es sieht immer so lustig aus, wenn Sims anfangen mit Yoga. Also die Teilübungen sehen dann wirklich Horror aus. Oh, Clara kann es ein bisschen besser als Eloise und Linda. Aber sie sehen so alle überhaupt nicht begeistert aus. Also irgendwie so gesichtsverzerrt. Und teilweise sogar traurig. Ich meine, guckt euch mal Clara an. Die denkt sich nur so, warum bin ich hier? Ach ja, es sieht trotzdem immer wieder lustig aus. Oh, das ist nix für dich, Eloise, ne? Die Animation habe ich ja noch nie gesehen, dass sie wirklich so auf die Seite hüpfen. Das ist super gemacht. Also ich finde das wirklich toll, solche Details. Ich liebe das einfach. Oh, so eine Massage. Das ist doch jetzt das absolut Richtige. Was machen die? Steinmassage. Probieren wir doch mal die Steinmassage. Von wem? Das ist doch egal. Chase Rogers. Machen wir doch mal. Probieren wir mal aus. Sie ist die Einzige so, nee, Lea, fliegen habe ich jetzt gerade keinen Bock. Liegt ohne mich. Sorry. So gut. Sie wollte wohl gerade nicht entspannen. Dafür macht sie aber jetzt dann gleich die Offenbarung. Eloise fühlt sich zentriert, ruhig und friedvoll. Vielleicht wird es Zeit für sie zuzugeben, dass sie Wellness mag. Ja, klar, warum nicht? Darfst du sehr gerne. Was macht sie jetzt mit dem Abendoutfit? Also bekommt sie jetzt die Massage oder? Yes, hallo. Oh, er sieht ja auch mal mega süß aus. Würdest du jetzt bitte dieses... Warum geht das jetzt nicht? Nein, der Chase verschwindet? Ernsthaft? Ach komm schon, Chase, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wir stellen uns aber noch gerade mal noch freundlich vor bei ihm. Er ist aber auch ein Süßer. Ich finde es toll, dass er hier ja offensichtlich auf der Arbeit ist und wir ihn aber erstmal nach der Karriere fragen. Er hat sich wohl auch gedacht, was ist das denn für eine Frage? Du weißt, wo ich arbeite. Und wie immer natürlich das mit dem Handschucker. Nein, okay. Er will heute einfach nicht. Na gut, bekommen wir jetzt trotzdem noch von Don Lothario eine Massage? Ich weiß nicht. Wir ne wählen mal diesen Donny. Ich möchte jetzt einfach gerne, dass sie eine Massage bekommt. Das kann doch nicht so schwierig sein. Hallo. Oh, Don ist heute sauer. Ihn habe ich übrigens auch schon umgestylt, so ein bisschen, wie man sehen kann. Und der Donny müsste fast einer von den Sims sein, die ich in die Welt eingefügt habe. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das sieht toll aus.
Das bräuchte ich auch mal wieder, so eine richtig schöne Massage. Aber das mit diesen Steinen, muss ich zugeben, habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, also ich glaube, die sind ja auch warm. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich als angenehm empfinden würde. Aber ja, ich denke, man wird es ja nicht machen, wenn. Wow, was für ein Sim. Eloise Shepard vergisst, was sie gerade dachte und starrt auf Chase Rogers. Dieser Mann hat so viele Qualitäten, die Eloise Herzrasen ausmachen. Als wäre ein Marathon gelaufen. Als wäre sie ein Marathon gelaufen. Ihre von Eloise so leicht, dass es fast so ist, als ob der, wer auch immer einen solchen Sim erschaffen hat, diesen speziell für sie geformt hat. Jetzt ist das Einzige, was übrig bleibt, den Mund wieder zu schließen und den Mut aufzubringen, mit solch einem Adonis zu sprechen. Hoffentlich wird Chase so freundlich sein, die Gefühle von Eloise zu erwidern. Oh, okay. Das habe ich jetzt vorhin gar nicht mitbekommen. Also müssen wir uns vielleicht mit diesem Chase mal noch treffen. Eloise ist gerade aufgestanden und hat auch ordentlich Hunger. Deswegen finde ich es eigentlich perfekt, wenn wir. Können wir dann überhaupt mit über Verabredung bitten? Wahrscheinlich nicht. Man muss mal schauen. Auf jeden Fall ist das ja wirklich eigentlich perfekt. Ja, nein, das geht nicht. Dann können wir mit dem guten Chase zusammen heute frühstücken im Restaurant. Nehmen wir den Chase gleich mal mit. Ich habe das ehrlich gesagt, also das mit den Attraktivität und so kommt so. Wenn ich jetzt nicht völlig verwirrt bin, kommt vom Wellness Wims. Also es gibt den Wicked Wims. Ich habe die etwas harmlosere Variante, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, da kommt das mit den Attraktivitätsmerkmalen auch her. So. Und ich habe das jetzt ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass meine Sim gleich so begeistert war von jemandem, aber das ist doch wirklich schön. Zoe Patel. Ja, dann geht ihr zweimal. Wisst ihr, das ist auch sowas. Sie hat sich so schön rausgeputzt und er. Ah, okay, doch, jetzt hat er sich ein bisschen. Er hat sogar was Blaues an. Na, wer weiß. Kommt er jetzt auch mit oder? Doch, es klappt auch, wenn sie nicht in einer Verabredung sind. Das ist doch schön. Vielen herzlichen Dank. Aha, ich dachte jetzt, das sei der Tisch. Ja, dann setz dich doch jetzt hin. Dankeschön. Ja, schaut euch mal die Karte an und stellt euch, also lernt euch mal ein bisschen kennen dabei. Also er scheint auf jeden Fall. Hä? Zeigt Anzeichen der Persönlichkeit unschuldig. Spricht über die sich mit persönlicher unschuldig befassen. Ist fröhlich. Warum hatten die jetzt Minus in der Freundschaft? Das verstehe ich nicht. Kompliment über Outfit machen? Das, ja, wir schauen mal. Ich habe so viel zu tun. Eloise lehnte ihren Kumpel ab und sagte, dass sie nicht frühstücken gehen könne, weil sie heute so viel zu tun habe. Sie fühlt sich schlecht, weil sie es hasst, eine so erstaunliche Einladung abzulehnen. Guten Kaffee und Pfannkuchen in ihrem Lieblingscafé-Restaurant. Hä? Du bist ihr gerade in einem Restaurant. Aber, okay, lassen wir es mal sein. Aber ich finde, die zwei verstehen sich schon ganz gut. So, bestellen wir mal für den Tisch. Ich meine, sie hat schon ziemlich Hunger. Was? Ich habe so viel zu tun. Na, aber du bist doch im Restaurant. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Wirklich nicht.
Ich würde sagen, sie nimmt eine Fruchtbrause und er möchte gerne einen Orangensaft. Dann, was haben wir denn hier? Ich darf immer nicht vergessen, dass sie Vegetarierin ist. Das heißt, da bleibt ihr eigentlich fast nur das hier. Macaroni mit Käse? Nein. Na gut, ich würde sagen, die beiden essen jetzt beide mal ein Sandwich. Ist ja schließlich auch Frühstück. Das ist ein Sandwich, glaube ich, ganz okay. Es sieht so toll aus, wie sie sich hier unterhalten. Wirklich schön. Frage ihn mal auch nach seiner Lieblingsfarbe. Nein, wir wollen ihn jetzt nicht gleich als Mitbewohner. Ich glaube, das ist dann doch noch ein bisschen zu früh. Aber ich finde es wirklich schön. Also die zwei scheinen etwas besser auszukommen. Aber wir müssen natürlich auch noch so ein bisschen seinen Humor testen, wie wir das immer machen. Nein, absurdes Gerücht verbreiten. Ich mag einfach diese viele der schelmischen Dinge einfach nicht wirklich. Verschwiegen haben wir jetzt das nicht gerade? Ja, genau. Meerjungfrauen nachahmen. Oh, unser Essen kommt. Uhu. Yes. Dankeschön. Eloise ist immer so süß, wie sie eben so über ihre Verschwörungstheorien redet und so voller Begeisterung. Das ist richtig süß. So, ich würde sagen, einen guten Appetit, ihr zwei. Oh nein, es ist Speck. Ich dachte, es sei Speckersatz. Oh nein. Oh, das tut mir leid. Oh nein, ich habe wieder nicht richtig geguckt. Oh no. Entschuldigung, Eloise. Oh nein, das ist jetzt wirklich mein Fehler. Ich habe eigentlich gedacht, da steht. Oh. Tut mir leid. Oh nein, jetzt fühlt sie sich schlecht. Okay, wir lassen das vielleicht mit dem Essen dann besser sein. Ah, Leute, ich hab's echt nicht gesehen. Schauen wir mal, wie es aussieht mit dem Flirten. Nach Vorlieben der Attraktivität fragen. Oh, er scheint aber interessiert. Also ich weiß nicht, die beiden, das könnte wirklich was werden. Das ist interessant. Ich mag die Farbe schwarz. Was soll uns das jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung. Also, ihr könnt es mir gerne ja noch in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, dass Chase und Eloise um einiges besser zusammenpassen würden. Also, sie verstehen sich jetzt auf Anhieb gut. Er scheint wirklich auch unseren Humor zu verstehen. Und ich meine, guck mal, wir haben jetzt schon so ein bisschen Liebesleiste. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge weiter an, wie es mit den zwei ausgehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ihr besser findet. Ob ihr sagt, doch, Chase, ja, scheint besser zu passen. Oder ob ihr doch lieber Brody möchtet. Ja, bin sehr gespannt und dann bis zum nächsten Mal.